So, willkommen zurück hier mit der EPS Spring Season 2013. Und das Spiel lautet Mouseputz gegen ISNU. Wir sind am 10. Spieltag angekommen. Vorletzter Spieltag, glaube ich sogar. Nächste Woche Dienstag oder Donnerstag. Ich glaube, Dienstag ist Schluss. Da ist die reguläre Saison vorbei. Dann entscheidet sich, wer es in die Playoffs schafft. Wer vor allen Dingen auch Platz 1 und 2 wird. Maus hat auf jeden Fall das Ziel, hier die Saison oder zumindest die reguläre Saison, die Vorrunde auf mindestens Rang 2 abzuschließen. Rang 1 wird vielleicht ein bisschen schwer, als hätte er bisher noch ungeschlagen, werden das wohl eventuell auch weiterhin bleiben. Also gibt nochmal einen Ausrutscher, keine Ahnung, aber dass Maus da rankommt, ist unwahrscheinlich mit ihren zwei Niederlagen schon oder so, keine Ahnung. Aber mit zweiten Platz sind sie auf jeden Fall auch schon erstens safe auf den Playoffs und zweitens safe im Halbfinale. Und würden damit natürlich dann auch einem potenziellen Artenate im Halbfinale aus dem Weg gehen. Und man würde dann erst im Finale aufeinandertreffen. Aber das, wie gesagt, entscheidet sich erst nächste Woche. Hier dann auf die Restarts. Maus wird der City anfangen. Und ISNU als Terror-Map leider wieder das 2. Leider im Sinne von, dass wir die eben schon gesehen haben. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ist festgelegt an dem Spieltag. So, so langsam kann es mal losgehen. Verstehe ich nicht, warum man die Knife macht. Bis es dann hier direkt wieder ein Päuschen gibt. So, jetzt endlich die Restarts. Und Maus bleibt auf CT. All Eyes on Kalender. Aha. Also ich bin gespannt, inwiefern hier die Mäuse heute dominieren. Ob sie wieder Probleme haben. Mal schauen. Direktes Smoke. Gibt einen B-Push. Interessante Taktik. Boah, nice. Rusht auch direkt B. Interessant. Nades. Kommt eine. Oh, schöner Headshot von Duke. Boah, der zweite auch noch. Boah, Kerrigan. Oh! Aha, wie Dennis ihm reinläuft. Glück für Kerrigan. Boah, gut reingedaddelt von ihm. Boah, in der letzten wieder auch noch. Ne, kriegt Kerrigan. Ah, schöne Daddelungsrunde. Da muss er auch nicken. Da hat er wahrscheinlich gerade gejubelt im Boys. Gute Pistol für ihn, aber ins. Waren noch gute Frags von Ice, also hab schon wieder die Pistol verloren gesehen. Aber alles nochmal gut gegangen. Maus geht in Führung. Und ich versuche euch auch bei den anderen Spielen auf dem Laufenden zu halten. Denn nebenbei spielt noch Druckwelle gegen C-Play, iPlay gegen Dot Pixels. Alternate Druckwelle wahrscheinlich dann 21 Worst. Also die beiden Spiele. Bin auch echt gespannt, was da mit Ness jetzt passiert. Was iPlay da entscheidet. Ob sie ihn kicken oder. Weiß nicht. Aber das ist ein anderes Team, ein anderes Spiel. Das soll uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Maus auch alle mit Bison unterwegs gewesen. Oh, das ist eine coole Flash von Trouble. Kann man sich mal wieder merken. Oh, schön Kontrolle. Nein, dreh dich drum! Also wenn schon so ein Move, dann bitte auch alles checken. Die Runde aber nochmal. 2 zu 0 Maus. Und bei den anderen Spielen ist es noch nicht losgegangen. Ah, stimmt, sie können ja nicht kicken. Das ist echt eine Zwickmühle. Ja, ich meine, gut, wenn der TT durchgeht, dann ist es eh vorbei. Dann brauchen sie sich nicht um nichts mehr kümmern, denn sie sind dann eh ausgeschlossen. Also wird, denke ich mal, noch was Interessantes dazukommen. So, Diego. Steht dort mit Sonics. Ich kann leider nur einen machen. Das ist
verliert die Wiese auch nicht ganz. Verliert hier für meinen Geschmack einfach mal viel zu viel. Jetzt schon wieder drei Mann vorhin waren es zwei, aber jetzt drei. Und so viel Geld hat man jetzt auch gar nicht. Also ich weiß immer nicht, ob sich das lohnt, diese MPs. Bin da irgendwie kein Freund von. Also fallen die nicht zwei Runden lang. Ich hab gar keine Ahnung. So, aber trotzdem 3-0. Warum sollte direkt was Aggressives spielen? Kerrigan auch wieder mit Aale. Hat man jetzt in den letzten Spielen eher nicht gesehen. Dann doch eher auf AWP verzichtet, die Mäuse. Und Eis kommt ganz gut kurz durch. Oh, was gibt's da für einen geilen Tower gegen Alex? Ja, nice. Sehr schön. Sieht man auch gar nicht so häufig. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, aber... Oh, warum stirbt einer jetzt lang? Fehler von Cedi. Muss ganz kurz gucken, wer... Ah, der darf halt nie am Schlitz zielen. Vielleicht war es auch Pech, aber prinzipiell würde ich mal von aufgehen, dass es nicht gut gespielt war. Und zwar ist am B gestorben. Luki wollte auch da was pushen, sterben. B ist somit frei. Mitte gammelt leider keiner. Abox hat da viel Freiraum. Wir wollen doch alle über Mitte. Sehr gute Flash auch. Kerrigan wollte gerade was ziehen. Jetzt mal die Flashes von hinten. Coole Flash wieder von Trouble, die kennt man ja bereits schon. Boah, aber wieder das Eck, gegen das er letztes Mal, glaube ich, schon gestorben ist. Da unten am Spot links. Und Kerrigan mit der AWG stiften. Kann dann von Glück reden, wenn er das noch überlebt. Boah, krass, holt sich nochmal einen Headshot ab. Er hätte es sogar überlebt, wenn er Mitte einfach reingeht. Ach, Maus verliert die erste Equipped Round. 3-1. Und ja, man hat einfach kein Geld jetzt. Also nicht, die Anti-Ecos sind auf jeden Fall noch mehr als ausbauwürdig. Ja, Doom, aber du musst doch ein bisschen Verständnis aufbringen, dass es einen Unterschied gibt zwischen irgendwelchen Ladder-Matches und DPS. Also da... Weiß nicht, da wird es schon eine Priorisierung, da wird die Priorisierung natürlich auch direkt eine andere sein. Da kann man nicht einmal einfach so einen aus Jux und Dallerei sperren. Da muss man sich wirklich sicher sein und das braucht halt manchmal seine Zeit. Also man weiß halt natürlich nie genau, was da in den Kulissen abläuft. Wobei es natürlich dafür spricht, dass Wire das schon mal nicht erkannt hat. Erkannt hat. Aber angeblich soll ein großes Update kommen. Oh shit, ich habe übrigens vorhin den Spruch vergessen. So, Maus hat wieder Geld, Kerrigan wieder mit Aare. Hoffentlich stehen sie jetzt mal am B. Da. Und, Apox. Lang gestorben. Gegen Aare von Alex R. Trubel hat er gut safe. Gut, dass man noch zu zweit am B steht. Fällt mir eigentlich so weit. Nur das. Kerrigan wird weggeflasht. Oh, Flash von Luki. Oh. Oh, Sonic Smart hat keinen wieder. Schade, wenn Luki noch schnell einen kriegt. Oh, ich weiß auch nicht, ob er den Cutters gesehen hat. Na ja, gleich wichtig, wie Trouble das handelt. Kerrigan aimt eigentlich auch ganz gut vor. Oh, der ist da auf der Kiste. Das könnte vielleicht ein Fehler sein, denn er kann jetzt nichts machen. Super schlecht gespielt von Alex. Ja, warum er da nicht einfach Cutter stackt? Ich hab jetzt... Nochmal.
Okay, er wollte vom. Da wollte man es wieder. Wollte man es extra schön spielen. Dass er dann Cutters abdeckt, aber das darf halt nicht passieren, dass der da irgendwie dann Cutters irgendwie Freiraum bekommt. Boah, guter Retake von Maus. Aber Eis. Auch mit Fehlern. So, also jetzt die beiden G-Spieler was machen. Direkter Go. Mit Waffen. Sonics wieder kein. Das zweite. Was? Also B-Deckung gerade mehr als dürftig. Muss man einfach mal so sagen. Da sind. Aber auch nicht wirklich was zu hören. Muss gleich doch mal gucken, wie das mit Flashes aussieht. Ah, gut, von Trube, aber war eh nach anderen links. So, die Flashes sind, glaube ich, von den Cutters-Spielern, die hier über Bande flashen. Die eine, die eine. So, und von Maus sehe ich hier gerade keine gegen Flash. Vielleicht kam dann eine Nate oder so, aber guckt man sich mal den Damage an. Gut, wird die auch nicht gekommen sein. Ice und You verkürzt. Anschlussrunde 4 zu 3. Kerrigan mit der gesaveten Aave. Können der Rest kaufen? Nee. So, schöner Aave-Fake mit der Decoy. Das ist 150. Und vielleicht fällt Alex einfach rein. So, Kerrigan aims. Boah, Fuß-Hit. Kerrigan. Wollten sie direkt töten. Muss er nichts schon eh eingenommen. Oh, der hat jetzt sehr spät, glaube ich, erst die Info bekommen. Wollte da selbst gerade B übernehmen. Boah, schöne Tracks. Ah, los, kurz noch. Schön. Oh, Mitte oben noch bekannt. Boah, wichtiger Schuss von Alex R. Krasses Prefire auch gegen Kerrigan, sein Pose ist bekannt. Das wird er nicht mehr viel machen können. Ah, sehr schön. Schieben auch über lang. Machen sie gut. Gehen da kein weiteres Risiko rein. Kerrigan wird jetzt, wenn gelegt wird, wahrscheinlich einfach safen. Ah, jetzt erst den Riecher. Selbst wenn er einen machen würde, würde ich es einfach nicht versuchen. Er hat halt super wenig AP. Geht das Ganze auch wirklich sparen. So, man muss eigentlich nicht mal irgendwas umstellen jetzt beim Haus. Es ist einfach so, dass B nicht hält, nichts hält. Wenn man B mal unter Kontrolle bringen würde, dann würde man hier wahrscheinlich auch einfach weiter Runden holen, aber solange der B-Spot nicht ausreichend gedeckt ist. Oder er ist ja gedeckt. Da fällt er von rechts. Das ist einfach nur Kack gerade. Und ICNU hat das bisher auch ganz gut ausgenutzt. So viel zu B muss einfach nur mal gedeckt werden. Schon wieder ja leider schon einen lang gestorben. Oh, Kerrigan kann das aber übernehmen. Gutes Smoke gegen ihn. Ice New schiebt dann nochmal weg, stellen da einen Kuba ab. Boah, Kerrigan schießt da, wobei der aber nicht einfach war. Da für kurze Zeit die Füße gesehen. So, wir decken mit den Nuki. Eigentlich ganz gutes Doppel da jetzt. Schieben sie wieder weg. Boah, Gott. Schade von Apox, dass da wirklich die Pose gibt, wo man hochspringen kann, wo man es irgendwie nicht direkt sieht. Boah, und Kerrigan hat da keine Chance gerade. Boah, einen Schuss noch gemacht fürs Bilderbuch, aber das Bilderbuch können sie hier im Kindergarten abgeben.
4 zu 4, jetzt gleich 4, 5. Eieieiei. So, da es jetzt Eco ist, mal kurz den Spielstand, an die Spielstände der anderen Spiele. Druckwelle führt 3-1 auf D2 natürlich auch als Terror gegen C-Play. Dot Pixels, iPlay, noch kein Ergebnis. Und auch noch Starladder ein Ergebnis. Navi liegt hinten gegen Virtus Pro mit 2. So, und hier rastet Maus mal kurz wieder mit Pistons aus. Aber sind schon so angeschlagen. Ich würde gerade auch raus. Eis schiebt er gut Richtung B. Okay, hat keine Waffe gekommen, oder was? Doch, eine Arme. Oh, mit unten gammelt richtig gut. Oh, was? Das war ja mal schlecht von Alex, ja? Ich habe ja eigentlich eine schöne Pose gerade noch einnehmen wollen, aber sie sind echt nochmal B gegangen. Boah, wie low sie einfach sind. 22-8. Ich hätte fast, glaube ich, sogar nochmal Cutters geschoben. Wäre, glaube ich, unerwartet gewesen. Bombe ist aber noch nicht gelegt. Wenn Nuki mit Glück auf Timing. Schöner Frag. Ist jetzt Spot bekannt. Nice. Also, es geht doch. Vielleicht gibt das ein bisschen Motivation, jetzt hier mal ein bisschen Gas zu geben in den Equipped Rounds. Denn das ist ja wirklich ein Spiel von Maus, was man nicht mehr sehen will. Schlagen sich da teilweise richtig gut gegen Top-Teams. Und dann sehen sie wieder nicht gut aus gegen Eis. So, lang wieder der Go von Eis. Diesmal aber gut gemacht von Schnapper und Trouble, dass sie da das nicht jetzt riskieren. Riskant. Riskant von Trouble. Einer ist schon drüber. Legen sie jetzt an. Und das ist bitter. Eieiei. Den Move verstehe ich da auch nicht ganz. Boah, lol. Schöne Frags und Upbox. Ist jetzt vermutet, da ist gar noch was am B, aber. Aber bei Alex, er hat er wahrscheinlich schon gehört. Aber geht jetzt auch safen. Alex ist ja auch gut zu seinen Mates gegangen. Die Waffe wird Sonics vermutlich behalten. Könnte. Ich weiß gerade nicht. Nee, Maus muss Eco haben. Vorhin die Runde gewonnen, kriegen jetzt 1 zu 4, 1 zu 5. Das reicht bei. Ja, ich meine. Wenn man Eier hat, dann könnte man sogar kaufen mit so. Drei Waffen und die anderen beiden irgendwie P250 oder sowas. Aber das wird man nicht. Dann brauche ich wirklich die fünf Waffen, wie man gerade sieht. Somit geht Eis wieder in Führung. So, ich lese gerade, dass es Radar nervt. Ja, mich nämlich auch wieder. Und deswegen kommt es einfach wieder weg. Somit stört es auch nicht. Mal einen langen Move. Oh, Trouble. Schade, dass er nicht direkt weiter vorgeht. Eine Nade von Upbox. Sehr gut. Jetzt kann man endlich mal lang halten. Gut, dann einen kleinen Anti-Move entwickelt. Und wenn man da viel Equipment für gebraucht hat, aber der First Track super wichtig. Scheint ein B-Split zu werden. Kerrigan hat da aber gut mit A bereiten. Von daher B von Cutters Seite eigentlich relativ safe. A steht da jetzt links. Finde ich nicht.
nicht so gut. Weil dann einfach genau. Das ist ja einfach die Smoke nicht, wenn die geworfen wird. Okay, trotzdem jetzt gut gedodged. Setzt da die Frags. Oh, und Mitte ist halt super weit weg. Das war ein extrem schlecht getimter Go. Warum machen die B schon Go, wenn die Mitte noch nicht ready sind? Misskommunikation von Ice. Mein Aiming haben die Jungs. Das kann man ihnen nicht wirklich absprechen. Aber Maus gleich wieder aus. 6 beide. Vielleicht muss Eis sogar nochmal eine Eco. Schauen. Ja, wobei. Naja, die können sich noch legen. 2 Waffen können sie locker legen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Aber sollten sie die verlieren, vor allen Dingen ohne Bombplant, könnte es durchaus nicht mehr reichen. Also lang heute wirklich Probleme. Oh, Travel ist schöner Spray. Kerrigan unterstützt ihn auch. Gutes Teamplay da wenigstens vorhanden. Box muss sich gerade quasi minütlich für die Nice Shots. Er kommt da minütlich gute Shots. Low HP. Und selbst. Also damit sollte Maus wirklich keine Probleme haben. Ja, Sonics setzte die letzten Hits. 7:6, Maus geht mal wieder in Führung. Trotzdem ein schönes, knappes Spiel, schöner Schlagabtausch. Und Ice hat tatsächlich jetzt Eco. Das, was ich vorhin schon ansprach. Oh, und jetzt kann man B wieder glänzen. Gegenflash. Oh, das hat jetzt nichts mehr. Die wieder blind sind. Die können nicht mal eine Eco aufhalten. Sag mal. Sag mal. Was machen die denn da? Meine Herren. Guter Ausraster, Frags und Kerrigan. Aber das ist ja mal. Das kann man doch nicht mehr schön reden. Kann man nur mit dem Kopf schütteln. So, letzte Runde in der ersten Hälfte. Oh, Kerrigan liegt da an. Gut reagiert, dass er da direkt weggeht, nachdem er da unten den gasenden Kevin gesehen hatte. Auch ein schönes Wort, gasender Kevin. So, gut gerade umgebaut. Boah, schön direkt von CD. Boah. Okay, die Shots waren nett. Kevin versucht da direkt was zu reißen. Es wird die 7. Runde. Schade. Chablis. Ja, jetzt tot. CD. Oh. Ah, keine Chance. 7-8. Schöne Hälfte von Ice. Katastrophale B-Deckung bei Maus. Overall lang mit ein paar Fails. Einzige, der vielleicht ganz gut war, war Kerrigan. Chablis hat immerhin ein bisschen was umgeschossen. Der Rest fällt gerade ein bisschen ab. Aprox war echt Headshot-Magnet. Mal gucken, wie es jetzt hier auf Terror-Seite läuft. Gasen war auch schon mal ein Wort des Jahres zu einer anderen Zeit. So.
Der Go könnte ganz gut aufgehen. Gute Hits, die Nades. Ja, ja, ein Frick gemacht. OB hat man ganz gut eingenommen. Smoke von Apox müsste mal kommen. Ja, kommt auch. Flash. Ja, fast sogar unnötige Doppelflash, aber besser mehr als zu wenig. Schöne Gegenflash nochmal von Sonic, damit man nicht da gegen den direkten Retake stirbt. Messer dazu, glaube ich. Oh. Gedeift. Das war was eine Verhöhnung hier teilweise. Aber die haben einen klären, hätten auch noch 100 HP. Von daher Runde safe. Maus gewinnt beide Pistols. Und 9 zu 7. Ohne Witz, man müsste einfach nur das Spiel von Nami kopieren, dann wäre man schon mal ein viel besseres Anti-Eco-Team. Oh. Da kommt aber auch echt noch Pech dazu, dass Trolley gerade die Waffe irgendwie wechselt. Hier aber auch in den Ekos wird Anti-Ekos wird Damage kassieren. Meine Herren. Das ist wirklich ein Kampf hier. Ein Kampf aber nicht gegen Ice und You, sondern gegen sich selbst. Kevin einfach mal Mitte hoch. Gut, aber muss auch. Aber warum geht man da jetzt kurz? Warum geht man da jetzt kurz, wenn Cutters bekannt ist? Warum nicht einfach lang? Das verstehe ich nicht. Simple CS. Kommt sogar in dem. Achso. Na ja, klar, man setzt die Frags und so, aber. Oh, Box von hinten. Oh, er hat nicht geschossen. Oh, Trubel hat ihn gemacht. Vom A. Aber wieder halt unnötig zwei Waffen verloren. Wenn man da einfach über lang geht, easy peasy. Ich meine, pushen hier B. Kurz auf. Hier ist komplett frei. Naja. 11 zu 7. Uff, was? Oh, Todesgang hat Frick gemacht. Mitte einer drin. Kevin scheint es zu wissen. Boah, sehr gut. Ja, kam die Ansage. Apox ist schön mit Fokus rumgegangen. Gutes Pre-Aim. Gut kommuniziert. Also Mitte-Versuch. Instant Reflect-Versuch. Schön. Fehler von Dennis. Denise. Auch lang noch was angesagt, damit kann man eigentlich kurz gehen. Contact Kerrigan ja auch, geht jetzt zu dritt auch. Boah, Alexia, was? Was macht er bitte mit Aave? Boah, schöner Fragment Kerrigan. Er hat noch die Chance zu machen. Hallo, du hast. Ah, die Bombe. Er will. Ja, kann er was? Boah, direkt fertig. Was macht er denn da? Warum? Glaube ich so auch so eine typische Situation. Ich denke, dass nur noch einer am Leben ist. Kann ich mir gut vorstellen. Aber gegen zwei da so ein Move. Vielleicht hat er sich verhört oder so. Also irgendwas war da gerade faul. Maus verliert auch hier in der zweiten Hälfte direkt die erste Equipped Round der Gegner. Alex eher super offensiv. Jetzt auch weg. Maus mit einem ähnlichen Aufbau. Apox über Cutters. Und diesmal soll es Richtung Langwohl gehen. Oder? Ah, schön laut. Gab es so eine Flash für kurzes Apoxer
Cutters unten rumziehen kann. So, Nate für kurz, Nuki wird vorgeschickt. Kurz eingenommen. Apox steckt weiterhin Cutters. Also gute Kontrolle bei Maus. Man weiß, dass sie auch selbst spielen, man weiß, dass Cutters nichts gepusht ist. Und jetzt kommt es auf die Entscheidung an. Kerrigan geht mit hoch, wird ein Mini-Fake von Nuki. B aber schon was gemacht. Nuki versucht gerade noch was zu ziehen. Einer auf A. Oh, Base läuft einfach rein. Wer ist der zweite Mitte? Oh, er macht einen. Sonix stirbt gegen den anderen. Nuki noch Mitte. Jo, mehr Dauerfeuer bitte. Oh, und jetzt wird es wieder super bitter. Ist einfach kurz geschlossen. Oh, jetzt sieht man nicht mehr. Oh, sag bloß, das geht noch auf. Alter, 5 Sekunden. Boah. Was? Es hat... es hat nicht mehr gereicht. Eieiei. Aber was war das schon wieder, Mann, für ein Go? Also, es, an sich war es gar nicht so schlecht. Wobei, ich... Ja, eigentlich was kacke. Also, was ich schon wieder nicht verstehe, warum B schon was schießt. Weil ich glaube nicht, dass er reingepusht ist. B hat irgendwie schon geschossen, bevor Nuki auch da überhaupt was an A machen konnte. Und dann... Ich glaube nicht, dass er so gedacht war. Das wird auf jeden Fall nochmal eng hier. Also, das ist ja jetzt schon... Es wird vor allem ein gutes Stück Arbeit hier für Mauswurz, dieses Spiel zu gewinnen. Hoch kann man das Spiel nicht mehr gewinnen. Das hat man hier wirklich schon längst vergeben. Überzeugend ist der potenzielle Sieg bisher auch nicht. Auch wenn die Equipment jetzt mal ganz solide aussieht. 12 zu 9. Also geht doch. Gibt hier Ice on You nicht 3 Runden direkt in Folge. Oh, B-Contact. Keiner der Cutters, oder? Sauber. Hand, rechts steht dort. Also, sie verlieren hier gegen so Pistons. Trubel kommt weg. Oh, ein Loch zieht auch rum. Tour und Tour, beide von Tor. Gut, relativ gute Nate noch. Kann man von Glück reden, dass Eisen hier keine Flashes hat. Nuki legt Habesha. Boah, das war echt gut gemacht. Nuki liegt in der einzigen Posi, wo er, also in der Posi, wo er nur von Loch mit Harakiri-Move geholt werden kann. Und das hat gut Trouble abgedeckt. Das hat man echt gut runtergespielt. Kann man nichts sagen. In manchen Momenten blitzt es dann halt auf, dass sie doch was können. Also New mit Farmers. Oh, schon wieder wird er gebratzt. Also, ist nicht bei Navi, jetzt siehst du da ein paar Klicks und dann ist der tot. Ja, gut, CD hat ja, 40 ist auch nicht so viel Damage. Klar, ist ein Anfang. Mir auch nicht. Konzentriert oder geht man jetzt hier relativ zügig zum A. Ist Kerrigan davor kontakten. Er setzt den Frag, kriegt zwar einen Strafe Headshot, aber egal, der Ausgleich ist geschaffen. Apox hat doch ganz gut. Nein! Timing! Timing Pech! Also Maus, ohne Witz, sie sind zwar kacke manchmal. Aber ein bisschen Pech haben sie in dem Spiel auch, muss man einfach zugeben.
kurz zu einer Bekannten, man blockt es auch schön zu zweit. Und Nuki am... Sie hatten aber wirklich Konzentration auf kurz behalten. Wobei es eine schöne Fläche für Nuki gibt. Sehr gutes Teamplay. Kurz hat man natürlich noch die Smoke. Oh, oh, wie spät der eine Kurzspieler kommt. Oh, Markus kommt weg. Da würde sich aber auch... Also da kann man so... Manche Teams kann man echt einfach nur... So, was die manchmal spielen, wie spät der da einfach noch kommt, obwohl sein Mate schon gefunden ist, ist das... Das kann einen schon manchmal abfacken. Weil es einfach null Sinn macht. Und dann stirbt man manchmal gegen sowas noch, das dann... Das fuckt natürlich dann noch viel mehr ab. Wenn ein Gegner holt, wenn er einfach super schlecht gespielt hat. So, später. Wisch von Kevin, was ist der für eine Waffe? Max 7 Runde hier von Eis. Okay, jetzt haben sie das Spiel wahrscheinlich schon abgegeben. Wissen sie aber eigentlich nicht mehr. Also eins kann man ja festhalten, Maus vom Teamplay, zumindest helfen sie sich mittlerweile ganz gut. Von daher haben sie sich schon mal verbessert. Was, also die Terrorleistung ist ja ganz okay. Er. Duke letzte. Maus wird wohl gleich das Draw machen. Außer Duke hast du noch mal aus. Nope. Maus holt sich das Draw. Und bei den anderen Games, Dot Pixels führt 12-2. Keine Probleme gegen Ness. Hier den Spielstand kennen wir. Navi Virtus Pro. Oh, Virtus Pro 9-4. Und Druckwelle C-Play. 10 zu 7 für Druckwelle. Auch ein bisschen unerwartet vielleicht. War hier schon wieder gebracht. Mir ist es echt auch viel zu viel gebratzt, muss man sagen. Fehlt noch gar nicht. So, jetzt da einfach weg. Einfach weg, geschlossen, irgendwas machen. Jetzt redet man gerade, man hat eine Minute Zeit. Eigentlich egal, was man jetzt macht. Hauptsache so halb zusammen. Apox schiebt sogar auch nochmal Base. Steppt aber laut. Ich weiß nicht, ob das gehört wurde. Kevin nimmt das so mit. So, jetzt contacten sie vor, schicken der Kerrigan wieder ganz nach vorn. Aprox ist auch da. Schöner Schuss. Der war gut. Das muss man natürlich auch erstmal machen, wenn da so ein plötzlich eine Platte auftaucht. Oh, wie sieht er ihn? Schön. Gute Arbe von Kerrigan heute. Auch als CT wirklich super gespielt. Oh, hat ja auch mit Abstand die meisten Tracks beim Maus. Oder überhaupt auf dem Server. Schließt da ein bisschen auf, aber ansonsten. Kerrigan kann man festhalten. Gutes Spiel heute gemacht. Hittet seine Shots. Als einziger als T nicht, CT nicht total versagt. Und es ist vorbei. 16-9. Maus holt sich dann doch noch den Sieg, aber habe ich vorhin schon angedeutet. Überragend oder überzeugend war das vor allen Dingen für mich nicht.